ich war sehr aufgewühlt, war sehr vor dem Spiel schon sehr nervös. Dass es so schön wird, hatte ich mir nicht träumen lassen, sage ich mal. Dass auch so viele Leute kommen zum Vorbereitungsspiel. Und mein Herz braucht immer noch. Es ist schwer zu glauben erstmal, dass es jetzt vorbei ist. Das muss ich erstmal ein bisschen sacken lassen. Ich bin jetzt zwar schon einen Monat weggezogen, aber ein bisschen hänge ich immer noch hier in Bayreuth. Und ich glaube, mit der Zeit jetzt wird es langsam kommen, werde das realisieren und dann werde ich dir nochmal Bescheid sagen. Bayreuth bedeutet mir nicht nur sportlich, auch privat eine ganze Menge. Hier habe ich meine meiste Zeit meiner Karriere verbracht. Auch abseits des Spielfelds ist sehr viel passiert. Wie gesagt, mein Sohn ist hier geboren. Meine Familie hat sich hier sehr wohl gefühlt. Ich habe viele, nicht nur Fans, sondern auch Menschen und Freunde kennengelernt hier. Und ich werde immer mit dem Herzen hier in Bayreuth sein.